Hallo Leute, heute stelle ich euch wieder ein PS3-Spiel vor. Am Titel hat es erkannt, es ist natürlich der Backpan Man, der Retter der Nacht der Armen und Schwachen. Ne, ich hol mal aus. Also, ihr wisst ja, ne, habe ich das halt schon mal gesagt. Thorsten macht die Umschläge jetzt immer vorher schon auf und die Kisten, weil wegen Fingerschneiden und so und geht auch schneller. Rechnung brauchen wir nicht. Ich hol's mal raus. So. Für die PS3. Batman Man. Geh mal weg jetzt. Okay, es ist nicht Batman. Also Batman Man, sondern dieser eine in Strumpfhosen. Batman. Ja, Game of the Year Edition. Batman Arkham Asylum. Jetzt in 3D, inklusive 3D-Brille. Sechs zusätzliche Challenge Map. Spiele inklusive Herausforderungskarten als der Joker. Das beste Superheldenspiel aller Zeiten, Play 3. FSK 16, Rockstar Ready, Eidos vertrieben. Ja. Habe ich mir jetzt mal gekauft für 35 Euro. eBay. Schön irgendwie. Es gibt auch schnell Fingerabdrücke, ist aber so eingraviert, kann man es sehen. Aber fette FSK 16 auf Klatschen drauf. Joa, was fehlt denn da? Ein Spieler, mindestens 1000. Ne, 139. Ne, das kann es gar nicht lesen. Voll schlechten Augen. 1309 MB. 6X Bewegungsfunktion. Ich kann immer schlechter lesen, bemerke ich gerade. Dual-Shock, 3 Vibration. 720p. Mein Gott. Also, Leute, nicht wundern. Wir haben jetzt schon bestimmt. Warte. 5 Videos hintereinander gemacht, plus bei den einen Videos immer alles schief gegangen ist und wir lachen mussten. Es ist immer ein bisschen müde, aber ich packe mal jetzt auf. Also es ist ja ausprobiert, ich mach mal auf. Hier ist diese Brille drin. Ich weiß jetzt nicht, ob man die wirklich beim Spiel benutzen kann. Dann ein Wendecover. Super. Mache ich dann gleich. Ist nichts Besonderes drauf jetzt. Anleitung ist ziemlich dünn. Und schwarz-weiß, wen wundert's? Aber es duftet. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, richtig gut. Warte mal, warte mal. Ach, Entschuldigung, falsch rum. Jetzt hier, wow, naja. Naja, ist nichts hier, Bärenaugen. Sehe eh nicht, ich bin ja sowieso kurzsichtig. Hallo, hallo, Also, das war's dann mal wieder. Wieder an dem Packing. Batman, ich krieg es nicht ausgesprochen, Leute. Kameramann. Hätte ich auch wie so Türke. Mach hier nicht so einen Blödsinn, Mann. Jetzt hau ich dir eine. Okay, das war's jetzt. Und wir sagen danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Auch wenn es mal nervig war, Kameramann. Bewertet und kommentiert bitte. Auf Wiedersehen, sagt das Team an Packingbär und Galvatron. Tschüss.